herzlich willkommen bei Schlaufis Bastelkanal, der Problemlöser für die kleinen Dinge, die deinen Alltag leichter machen. Heute baue ich mir nochmal ein paar Spannbacken für den Schraubstock aus diesem Restholz hier, Eiche. Und die sind nicht nur für mich, sondern für jemand anders noch bestimmt. Und das ist wiederum dann vielleicht ein Problemlöser für mich. Wenn ich das Problem habe, das weiß ich noch nicht, aber dazu später. Loch ist gebohrt, kommt der Magnet rein, macht man Holzleim drumherum. Egal, wahrscheinlich wichtig, macht absichtlich quer ein, damit die Maserung genau anders läuft. So pressen wir den da rein. Okay, und los geht's. Zack. Gut, und das da kann jetzt aushärten, dann schneiden wir es ab. Und der nächste auch noch, und das ist ein Unikat, das ist ein richtiges Unikat, der gefällt mir richtig gut mit dem ausgebrochenen Ast. Was man jetzt natürlich aufpassen muss, das ist, dass der Magnet sich nicht anzieht, sondern abstößt. Ja? Weil sonst, wenn ich die Spannbacken dann im Schraubstock zusammenfahre, könnte es sein, dass kleben bleiben, und das wollen wir ja nicht. Also so richtig rein abstoßen, hier so rein, zack, passt. Leim und pressen. Gut, dann spannen wir da ein. Und schneiden wir das mal vorsichtig ab hier. Ups. Eine gute Säge. Alte weg, die zweite habe ich auch schon abgeschnitten. Probieren wir es mal aus. Einmal, zweimal. Gut, jetzt müssen wir es noch schicht tun. Die ist jetzt ein wenig länger. Und halt. Top. Okay, jetzt sind die Spannbacken sind jetzt fertig für meinen Schraubstock. Sind etwas besser wie die alten, weil die alten haben dann also ein Klebeband drauf, das wo schon langsam kaputt geht. Bei denen geht jetzt nichts mehr kaputt,
Da habe ich praktisch ja einen Dübel drauf gemacht, sieht man ja. Und der, finde ich, der schaut richtig toll aus. Oben mit dem Astloch. Okay, kleines Problem erfolgreich gelöst. Also nach dem Motto, nimm's leicht, mach's dir leicht, weil mit meinen Tipps wird's leichter. Schlaufi, dein Kanal. Servus. Dann noch was in eigener Sache, und zwar, das sind nicht die zwei einzigen, wo ich mache, nein, weil da hinten, die sind schon fertig, ich muss noch abschneiden, die muss ich noch machen, aber bloß noch vier Dübel. Und die mache ich, naja, das darf ich euch jetzt nicht sagen, das ist nur für mich.